Na, kleiner Wurm. Hallo ihr Lieben, willkommen beim nächsten Tagebucheintrag. Heute habe ich vor, ein Business Model Canvas zu machen. Und ich habe auch schon ein bisschen angefangen und bin auch schon ein bisschen in den Wahnsinn getrieben worden davon. Es ist dasselbe wie immer. Wenn ich Sachen benutze, so Prozessmodelle oder sowas, dann habe ich immer das Gefühl, okay, danke für diese kleine Struktur und diese kleine Vorgabe, aber im Prinzip muss ich sowieso alles neu strukturieren. Was ist los? Lissy sagt, es wäre sowieso jetzt eigentlich Zeit, erstmal nochmal eine Runde zu kuscheln. Ich glaube, sie ist ein bisschen genervt davon, dass ich angespannt bin. Ich bin auch genervt davon, dass ich angespannt bin. Und ich bin auch wirklich angespannt und dein Gejammer hilft mir überhaupt nicht, Lissy. Das hilft mir gerade gar nicht. Was ist los? Komm hier. Na komm. Ja. Kleiner Wurm. Doch, guck mal. Sag mal hallo. Na? Ja, ich bin ein bisschen angespannt. Ich habe auch meine Tage bekommen, gestern, und ich bin seitdem auch irgendwie traurig die ganze Zeit und dünnhäutig. Und trotzdem habe ich aber halt Lust, irgendwie was zu schaffen. Und meine Beraterin hatte mir diesen Business Model Canvas empfohlen. Und da habe ich jetzt auch schon mal so reingelesen. Das zeige ich euch jetzt nämlich einfach mal. Und dann kuschel ich eine Runde mit Lissy. Ja, dann kuscheln wir eine Runde. Eine kleine Runde Pause machen. Du bist süß, Lissy. Nur wegen dir sind die Videos auch süß. Sind die lustig und süß. Du bist das allerbeste in meinen Tagebucheinträgen. Also. So, das hier ist es. Das ist ein Business Model Canvas und es ist total chaotisch, weil ich das schon reingekritzelt habe. Kosten und Einnahmen. Genau, und ich merke halt jetzt schon, allein diese Aufteilung wird überhaupt nicht funktionieren, gar nicht. Da bräuchte ich niemals so viel Platz wie hier. Also, das ist schon wieder so. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber das ist irgendwie richtig, richtig nervig, dass ich oft so dieses Gefühl habe, dass ich mir immer alles nochmal extra erst anpassen muss, weil ich kann es so nicht benutzen. Ich kann es so überhaupt nicht benutzen, wie es so ist. Also es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, ich werde es auch vielleicht einfach erstmal so machen, dass ich mir für jede dieser Sachen ein extra Blatt nehme oder ein extra Word-Dokument, und auf dieses extra Word-Dokument werde ich erstmal so einfach Sachen draufschreiben. Und eigentlich habe ich jetzt auch schon wieder gar keinen Bock mehr drauf. Ich fühle mich schon wieder wie damals in der Schule. Ich meine, diese Orientierungspunkte sind super sinnvoll, aber dieses Modell an sich und diese Zusammensetzung fühle ich irgendwie gar nicht. So, heute wird, glaube ich, einfach ein etwas chaotischer Tagebucheintrag. Und deswegen habe ich jetzt gerade noch zusätzlich beschlossen, dass ich euch etwas vorlesen werde. Und zwar tatsächlich auch aus einem Tagebuch. Und zwar aus diesem Tagebuch hier. Oh, ist es jetzt richtig rum? Ist es am Ende dann richtig? Na egal, ich lese es euch vor. Sucht, Reflexion und Transformation Tagebüchlein. Denn
Ich habe ja, wie auch schon im letzten Video, glaube ich, angedeutet, mit dem Rauchen aufgehört. Und bei mir ist Rauchen nicht nur Rauchen, sondern Rauchen war auch Kiffen. Und das hat mein Leben nicht besonders bereichert. Ich nehme das gerade sehr, sehr ernst mit meinem Entzug und mit meinem Nüchternsein. Und wie ernst oder wie tiefgreifend das für mich ist, habe ich heute niedergeschrieben. Und genau das werde ich euch vorlesen. Es ist ein kurzer Text. Also, alles ist besser, seit ich nicht mehr high bin. Ich bin so viel sensibler für meinen Körper und meine Bedürfnisse und für die Veränderung. Und direkt fällt mir sehr deutlich auf, was mir noch nicht gut tut. So viel klarer kann ich sehen, beziehungsweise sehen konnte ich es eigentlich schon immer, doch berühren und verändern konnte ich es nicht. So viel klarer kann ich sehen, was mir nicht gut tut. Letzte Nacht war schon wieder eine harte Nacht, denn viel Trauer ist in mir gestern hochgekommen. Direkt nach dem Rauchen kam ja eher viel Hassgefühle hoch. Aber gestern waren es mehr Sorgen und Trauer. Sorgen, die mir zum Beispiel sagen wollten, dass ich ganz dringend meinen Ex-Freund wieder anrufen muss, um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Das habe ich dann mit Krisenvideos auf YouTube betäubt. Also ich habe mir dann einfach sehr viel YouTube-Videos angeguckt. Tatsächlich gucke ich auch gerade dann sehr viel Videos über Drogen zum Beispiel und über den Entzug von anderen Menschen. Oder ich baller mich halt mit Nachrichten zu, bis mir schlecht wird. So ist das nämlich. Die Sucht, die verwandelt sich ja einfach ständig. Die Sucht ist eigentlich das, was in mir ist. Der Hass oder die Trauer oder die Sorgen. Es ist ein Monster mit vielen Köpfen und wild verschmolzenen Gliedmaßen. Und die Substanzen wie die Joints oder solche Krisenbilder oder irgendein Zuckerkram sind nur die Masken, die sich dieses Monster dann aufsetzt, um sich gesellschaftsfähig zu fühlen. Aber es ist bei mir so wie mit generellen Gesellschaftsfähigkeit. Es hat absolut keinen Sinn, es zu versuchen, so gesellschaftsfähig zu werden, wie manch anderer Mensch in meinem Leben. Vielleicht haben es andere leichter, wenn sie sich eingliedern, wenn sie Hausaufgaben machen, in Regelstudienzeit studieren, 40 Stunden arbeiten gehen, an die Rente denken und dazu ihren passenden Konsum pflegen. Ja, bestimmt ist das für viele, die ich kenne, der leichteste Weg. Und klar, sehen Sie mich dann an und denken, ho, so wie die das macht, die macht es sich aber auch echt immer schwer. Arbeit vor sich herschieben, selbstständig auch noch machen und so viel mit ihren Gefühlen mitgehen und immer dieses Auf und Ab und dieser Idealismus. Aber die Wahrheit ist, das ist mein leichtester Weg. Nur so finde ich Leichtigkeit, Frieden, Freiheit, Klarheit. Und nur so werde ich lieben. So werde ich selbst meine Sucht heilen. Ich glaube, in meinem Leben gibt es nichts Besseres, Leichteres, Natürlicheres, als dass ich meine Abhängigkeiten hinterfrage und dann ein sehr bewusstes Vernetztsein eingehe. Es ist meine Bestimmung, diese Pfade zu gehen. Ich verpasse nichts, wenn ich das tue. Und würde alles, was mir wertvoll ist, verlieren, wenn ich weiter versuchen würde, diesen normalen, abgesicherten, abhängigen Weg zu gehen, den manche anderen Menschen gehen. Wobei ich andere Menschen, wie gesagt, überhaupt nicht kritisiere und ich kann mir vorstellen, dass sie es gar nicht als Abhängigkeit wahrnehmen. Aber für mich, ich nehme es als Abhängigkeit wahr. Und das zwingt mich tatsächlich dann auch in andere Abhängigkeiten zu gehen. Sicherheit und auch Geborgenheit oder Trost, Ruhe und Liebe werde ich nur im Frieden, Nüchternheit, Freiheit und in Klarheit finden. Die Sicherheit, die mir angeboten wurde und auch heute noch öfter angeboten wird, ist und bleibt ein Kompromiss und wurde zu einem Gefängnis für mich, der Abhängigkeit und der Ohnmacht. Will ich nüchtern leben, muss ich meinen großen Traum verfolgen. Will ich meinen großen Traum verwirklichen, muss ich nüchtern sein. Das ist die wichtigste, harte Arbeit, die ich zu schaffen habe. Nüchtern bleiben,
in Klarheit sein. Und das bedeutet, keine Kompromisse aufnehmen, nur Kompatibilität annehmen. Ich gehe keine Beziehung ein mit etwas, das mein Streben nach Nüchternheit und großen Träumen korrumpiert. Und wenn ich das doch tue, dann gebe ich diesem Etwas wenigstens nicht die Verantwortung dafür, dass meine Träume und meine Nüchternheit verraten und verkauft werden. Meine Lebenszeit verschwendet wird an einem Maskenmonster. Es ist meine Lebenszeit. Ich allein entscheide, an was ich sie verschwenden will. Daran, mich über falsche Rahmenbedingungen zu beschweren und mich dann frustriert zu betäuben, oder daran, einen Platz in dem Gewebe des Universums spielerisch immer wieder neu zu finden und die Bewegung in der Verbundenheit zu genießen. Was mich jetzt beschwert, sind zum Beispiel gerade wieder diese Krisenbilder. Ob auf YouTube oder Netflix, ist es völlig egal. Ich meine, uns wird so viel toxischer Content verkauft einfach. Und das belastet mich. Deswegen schaue ich in meinem Methodenkoffer nun als nächstes nach, wie ich dieses Gewicht am besten durch Leichtigkeit ersetze. So. Und bei dieser Gelegenheit, scheiß auf den Business Model Canvas. Ihr seht hier gerade alle Dinge, die mir helfen, nüchtern zu bleiben. Und zwar ist das hier einmal die Tasche. In diese Tasche packe ich dann meistens die Sachen rein, die ich mitnehme. Ich habe so ein Mantra im Kopf, bevor ich losgehe. Und dann sage ich mir immer, okay, was habe ich dabei? Habe ich meinen Schlüssel? Habe ich mein Portemonnaie? Habe ich mein Handy? Habe ich meinen MP3-Player? Habe ich mein Schreibzeug? Habe ich mein Drehzeug? Moment mal. Habe ich mir da so gedacht. Das geht natürlich nicht. Ich kann ja nicht dieses Mantra so lassen. Und es einfach nur weglassen, das ist ja dieses Prinzip von, ja, lass es doch einfach. Nee, eigentlich muss man es ersetzen. Und deswegen sage ich jetzt immer, habe ich meinen Schlüssel, habe ich mein Portemonnaie, habe ich mein Handy, habe ich meinen MP3-Player, habe ich mein Schreibzeug, habe ich mein Medizinzeug. Und das hier ist dann mein kleines Medizintäschchen. Und Medizin kann vieles bedeuten, wie ich hier in diesem wunderschönen Buch lesen durfte. Und zwar hat dieser Schamane, es ist ein Schamane aus Grönland, der hat in einem seiner Kapitel hat er beschrieben, wie wichtig es ist, dass man Dinge, die einem heilig sind, als Medizin ansieht. Dass einem der Schmuck, den man trägt, eine Medizin sein kann. Also irgendwo kann alles eine Medizin sein, aber eben ja auch alles eine Droge, das wissen wir ja. Und ich habe mir hier halt meine Medizin zurechtgelegt. Eine der wichtigsten Medizinen ist natürlich Information. Was ist Sucht letztendlich? Sucht ist letztendlich Fehlinformation. Und im Prinzip ist Sucht nichts anderes, als ob wir einen kleinen Donald Trump in uns drin hätten, der uns irgendeine Scheiße erzählt, wie wir müssen einfach nur Desinfektionsmittel trinken. Genau das ist, also es ist Desinformation. Sucht ist eine Desinformation, die in uns stattfindet. Und damit man eben nicht dahingerafft wird von einem Coronavirus, sollte man halt sich auch die richtigen Informationsmaterialien suchen. Das hier ist ein sehr altes Informationsmaterial. Ich habe vor bestimmt fünf Jahren, habe ich schon mal einen richtig gründlichen Entzug gemacht. Dabei hat mir dieses Buch hier sehr geholfen. Es geht um Tantra und eben darum, seinen Körper wieder mehr zu fühlen. Und das ist ja einfach basically, worum es geht. Diese Bücher sind mehr so aktuell. Der Weg des Künstlers beginnt zum Beispiel schon damit, dass die Autorin hinterfragt, ob sie nicht eine bessere Schriftstellerin wäre, wenn sie nicht so viel trinken würde. Hier ist der Name halt Programm, ne? Das sieht man ja gleich. Und das hier sind es Bibelschriften, die erst später gefunden wurden und dann noch veröffentlicht wurden. Also das ist im Prinzip eine Bibelschrift, aber halt geil. Bibel in geil sozusagen. Und hier habe ich halt eins der allerwichtigsten Bücher für meinen aktuellen Entzug, weil Zeremonien, was ist Rauchen? Rauchen ist irgendwo eine Zeremonie. Es ist halt ein leer gewordenes Ritual, aber im Prinzip ist es ja eine Zeremonie. Man versucht Ruhe zu finden und Kraft zu finden und Entspannung zu finden. Und statt halt solche dummen Zeremonien zu machen, kann man eben solche Zeremonien machen, wie zum Beispiel das Räuchern. Deswegen ist Räucherwerk auch ganz oft in meinem Medizintäschchen dann drin. Ich habe ein bisschen Palo Santo. Damit gehe ich natürlich sehr nachhaltig um, aber ich liebe diesen Geruch zu sehr, um ganz auf ihn zu verzichten. Etwas nachhaltiger zum Räuchern ist Salbei. Den habe ich hier extra in Plastik eingewickelt, damit er mir nicht zerbröselt, wenn ich ihn in die Tasche räume. Und eine andere Zeremonie, auch aus diesem Buch hier, ist diese hier. Da sind kleine Knöllchen drin
Und in diesen kleinen Knöllchen steht ein Wort, ein schönes Kraftwort wie Liebe, Freiheit, Frieden, Versöhnung, Gesundheit, irgendwas Schönes steht da immer drauf. Man steckt sich die dann in die Tasche und zum Beispiel jedes Mal, wenn man eine rauchen will, aber es nicht tut, dann kann man ein Knöllchen von einer Tasche, von der linken Tasche in die rechte Tasche machen. Und abends geht man die dann durch die kleinen Knöllchen, holt man die aus der Tasche raus, schaut sich an, wie viele man gesammelt hat und dann kann man sie aufmachen und die schönen Kraftwörter lesen und genießen. Ein kleines Lagerfeuer habe ich natürlich auch immer dabei. Irgendwo ist ja Rauchen auch, glaube ich, eine sehr tief empfundene Sehnsucht von uns Menschen, uns wieder mehr mit dem Feuer zu verbinden, statt nur mit dem elektrischen Licht. Und deswegen habe ich auch eine kleine Kerze dabei. Und das ist meine Abschreckungsbox. Da sind einmal Zigarettenstummel und so drin. Die stinkt halt einfach bestialisch und es tut ganz gut, manchmal davon einen Zug zu nehmen. Und zum anderen, oh Gott, der Geruch, ich mach das wieder zu. Oh, furchtbar. Zum anderen diese Papierdinger, das ist richtig heftig. Und zwar habe ich vor einem Monat tatsächlich beim Ausspucken von Schleim ein ganz kleines bisschen Blut drin gehabt. Und ich habe danach trotzdem noch einen Monat weiter geraucht. Da kann man mal sehen, ne? Also das hier ist auf jeden Fall das Abschreckungskästchen. Das muss ich zum Glück meistens nicht mitnehmen. Es reicht schon, dass es existiert. Und das hier finde ich besonders geil. Das passt dazu. Das hier habe ich von der Gisell-Packung. Und da steht drauf, hätte ich gewusst, dass ich so lange leben werde, hätte ich besser auf mich aufgepasst. Das ist ja genau der Punkt, wovor alle Angst haben. Dass man zwar alt wird, aber krank ist. Wem nützt es denn, lange zu leben, wenn man dann krank ist, weil man zu viel geraucht hat? Und das hier ist halt mein, da kann man mal sehen, wie viel Energie und Zeit und Arbeit ich früher noch in mein Rauchen gesteckt habe. Also die Idee war eigentlich, dass ich, wenn ich genug habe vom Joint, dass ich ihn dann auch mal da in diesen Rüssel legen kann und Pause machen kann. Habe ich natürlich nie genutzt. Ich habe meine Joints immer tot geraucht. Das hier habe ich mal im Wald gesammelt, nachdem ich fertig mit dem Rauchen war, habe ich da den Zigarettenstummel reingelegt. Um ihn dann in meine Tasche tun zu können und in den Mülleimer zu schmeißen. Das soll mich daran erinnern, was für eine unglaubliche Umweltsünde das Rauchen ist. Also wirklich, ich kann euch da ein Video von Vis-à-vis verlinken. Krass. Kranker Scheiß, was Rauchen mit unserer Umwelt macht. Brauche ich eigentlich, glaube ich, gar nicht vertiefen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, guckt euch das Video an, was ich unten verlinke. Das hier ist Kakao, Rohkakao. Darunter ist ein bisschen Xylit. Xylit ist Birkenzucker, der ist sogar gut für die Zähne. Und der glitzert schön. Rohkakao, da ist auch in sich kein Zucker drin oder so. Da sind einfach die ganzen Nährstoffe und Fette drin, die im Kakao drin sind. Und das ist super wichtig, auch einen bewussten Konsum wieder zu lernen. Man will ja nicht aufhören, Dinge zu konsumieren. Wir müssen alle irgendwie konsumieren. Wir müssen essen, wir müssen trinken und so. Und damit man eben wieder ein bisschen gesünderes Gefühl bekommt. Außerdem, wenn ich mich nicht beherrschen kann und unbedingt Bock habe, berauscht zu sein von Marihuana, dann kann ich mir ja jetzt auch einfach mal einen Rohkakao machen. Also ein bisschen in Fett das Marihuana anbraten ganz kurz und mir dann einen Rohkakao drüber schütten und dann einen Kakao trinken und ein bisschen high sein, ohne meine Lungen zu vergiften. Wobei das Problem, dass ich mir dann von außen Cannabinoide zuführe und mein natürliches Cannabinoid-System störe, bleibt natürlich bestehen. Und das darf ich auch nicht vergessen. Und ein gestörtes Cannabinoid-System bedeutet eine gestörte Zirbeldrüse, bedeutet gestörte Visionen und bedeutet gestörte Entscheidungsfindungsprozesse. Also, ne, das muss man einfach sich immer vor Augen führen. Jede Substanz, die man sich von außen zuführt, die eigentlich der Körper selbst produzieren könnte, damit störst du halt die Produktion des Körpers. Hier habe ich sehr viel niedergeschrieben. Das war vor allen Dingen in den letzten Monaten, so November, Dezember, wo ich schon angefangen habe, halt schriftlich zu reflektieren, wie es mir eigentlich geht, wenn ich dann high werde oder auch wie es mir dann am nächsten Morgen geht. Und hier habe ich mir auch eine Triggerwarnungszettel drauf geschrieben mit allen möglichen Dingen, die mich schnell triggern können. So. Das ist ein Absperrband quasi. Damit habe ich zum Beispiel meine Couch abgesperrt, weil an diesem Ort habe ich mich dran gewöhnt, immer high zu sein. Und dann habe ich mir halt kurz nach dem Entzug gesagt, okay, ich sperre jetzt erstmal diesen Ort ab, damit er mich nicht triggert. Ich habe dieses Mal, kurz bevor ich aufgehört habe, mich ja auch informiert, was Nikotin zum Beispiel alles mit dem Körper macht und habe deswegen entschlossen, mir Nikotinkaugummis zu kaufen für den allergrößten Notfall. Wie man sieht, ist dieser Notfall bis jetzt erst 6-mal eingetreten
Und seit einer Woche habe ich die auch schon gar nicht mehr gebraucht. Die sind sau eklig, die sind wirklich sehr heilsam. Also du kaust da 5 Minuten drauf und dieses Nikotin beißt dir in deine Schleimhäute und du denkst dir, fuck, was ist hier los? Was ich stattdessen gerade sehr, sehr gerne mache, ist einfach normale Kaugummis zu kauen. Hier habe ich Redesteine. Die benutze ich auch für meine Arbeit. Ich habe keinen Redestab. Bei mir gibt's Redesteine, die rumgereicht werden. Die nehme ich auch manchmal mit, selbst wenn ich nicht zur Arbeit gehe, um mich daran zu erinnern, dass ich immer mit Menschen darüber reden kann, wie es mir geht und wie ich mich fühle. Und dann habe ich noch ein Sorgenpüppchen, das mich daran erinnert. Es ist so süß, guckt es euch an. Ein kleines, warum stellst du nicht scharf? Oh, guck, wie süß es ist. Mit dem kleinen, kurzen Ärmchen auf der Seite. Oh Gott, kleines, süßes Sorgenpüppchen. Genau. Und dieses kleine, süße Sorgenpüppchen, das erinnert mich immer daran, dass ich auch mit mir selbst reden darf. Dafür brauche ich noch nicht mal diese Kamera. Ich kann auch einfach so mit mir selbst reden. Da kenne ich nichts. Da geniere ich mich überhaupt nicht vor mir selber. Und zu guter Letzt, Zahngesundheit ist ein Riesenthema, wenn man raucht. Deswegen auch hier die Erinnerung an meine Zahngesundheit. Und Schönheit ist ein Riesenthema, wenn man raucht. Gerade der Lippenstift, ne, wer raucht, hat einfach sehr schnell trockene, hässliche Lippen. Auch die Augen sind schnell eingefallen. Das ganze Hautbild leidet massiv unterm Rauchen. Und deswegen hier die Kosmetika liegen auch hier, dass sie mich daran erinnern, dass ich eben auch einfach ein strahlender und schöner Mensch sein möchte, von innen und außen. Huiuiui, das war's. Das wird ein langes Video, aber das ist in Ordnung, weil es ist auch einfach der längste und der tiefgreifendste Prozess, den ich mache. So, ich wollte euch eigentlich ein Business Model Canvas vorstellen, aber habe gemerkt, dass das einfach heute nicht dran ist. Es wollte etwas anderes an die Oberfläche. Und zwar dieses Thema der Sucht. Das ist natürlich ein bekanntes Thema auch. Und gerade wenn man mit der Öffentlichkeit drüber reden will. Scham und Schuld sind sehr interessante Gefühle bei diesem Thema. Ich habe keine Lust, mich dafür zu schämen, dass ich Suchtverhalten habe. Noch nicht mal, weil sowieso jeder Suchtverhalten hat, sondern weil das ist Hauptnahrungsmittel der Sucht. Schuld, Scham und Intransparenz, genau wie diese Desinformation, von der ich vorhin schon sprach, diese Fake News, die man sich selbst dann immer erzählt. Das habe ich auch schon die letzten Tage gedacht und mich gefragt, wie ich das denn jetzt irgendwie mit einflechten kann und so. Mir ist auf jeden Fall klar, wenn ich sage, Authentizität und Wahrhaftigkeit ist mir wichtig und ich möchte Tagebucheinträge machen zum Thema meiner Selbstständigkeit, meines Selbstständigseins oder auch meines Selbstseins, dann kann ich dieses Thema nicht aussparen. Ich wäre die größte Lügnerin, wenn ich diese Sache nicht thematisiere. Es ist einfach unauthentisch, wenn ich es ausspare. Dieses Spiel mit mir selbst, mit der Natur und mit dem Menschsein und dem Natursein, das mache ich ja jetzt gerade zu meiner Arbeit und das ist für mich eine absolute Traumerfüllung. Genau wie das Schreiben und dieses Treiben in anderen Fantasiewelten, aber eben in meinen eigenen Fantasiewelten. Ich kann nicht in irgendwelchen Fantasiewelten vom Marihuana herumtreiben und dann erwarten, dass sich meine Träume verwirklichen können. Und selbst wenn sie sich dann verwirklichen, was ich viel mehr fürchte, als dass jetzt Klienten erfahren könnten, dass ich irgendwie auch Drogenprobleme habe oder Suchtprobleme habe, wovor ich viel mehr Angst habe, ist, dass dieses Suchtverhalten mich zu einer schlechten Sozialarbeiterin machen, zu einer schlechten kleinen Hexe, die Kindern dabei hilft, wieder mehr in der Natur aufzugehen und sich zu verwurzeln. Ich habe Angst davor, meine eigenen Wurzeln zu vergiften und ich habe Angst vor Unehrlichkeit. Und ich habe mir ja vorgenommen, hier jetzt was zu riskieren und mich auszuprobieren, mich zu zeigen, vielleicht auch mit Dingen, für die ich mich schäme. Und ich habe eigentlich auch nicht erwartet, dass es einfach nur schön und leicht sein wird. Also mache ich das jetzt einfach. Und ich glaube, dass es halt auch wirklich für mich absolut bereichernd ist, das auch mit in diesen Öffentlichkeitsprozess hineinzunehmen, dass es sogar wichtig ist und für mich dann erst die richtige Ganzheitlichkeit bekommt.
Ne, es gibt so viele Menschen, die teilen Content und verzeigen dann da, wie sie ihre Träume und Pläne umgesetzt haben und so. Aber immer wieder werden bestimmte Themen ausgespart, weil sie gesellschaftlich nicht kommen sind anzusprechen. Und das sind einmal Suchtthemen und das sind auch ganz oft finanzielle Fragen. Also ganz oft gucke ich mir Content an von Leuten und finde es super inspirierend, aber zwei wichtige Punkte wurden mir irgendwie gar nicht beantwortet. Und zwar die Frage nach, okay, ja, aber wie ist das jetzt finanziell? Und ja, bin ich jetzt die einzig dumme, süchtige Junkie-Tante, die irgendwie immer wieder gegen die Wand fährt mit ihren Verwirklichungen, weil sie halt noch bekifft auf der Couch sitzt? Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich die Einzige bin, die unter ihrem Suchtverhalten leidet und da Angst davor hat, dass ihr Suchtverhalten ihre Zukunft und ihre Träume und ihr Berufsleben sabotieren. Und ich glaube auch, dass es bereichernd ist, wenn ich es mit einfließen lasse, wenn ich darüber offen spreche. Ich stecke ja quasi noch mitten im Entzug gerade. Und jetzt rauche ich zwar nicht mehr, aber dafür daddel ich gerade ganz schön viel YouTube-Videos oder stopfe mir Zucker rein. Und auch das braucht jetzt eben einfach wieder so ein Vorbereiten. Erstmal ist halt wichtig zu spüren, dass etwas nicht stimmt. Dann muss man eigentlich nicht lange suchen. Die Intuition schickt einem ziemlich schnell zu, was genau nicht stimmt. Und das ist dann oft auch der Dreh- und Angelpunkt. Bei mir sind es halt Joints. Diese Mischung aus Tabak und Marihuana zusammen ist halt ein richtiges Problem. Ich brauche mir eigentlich nie wieder einreden, und uneigentlich auch, ich brauche mir nie wieder einreden, wenn ich Joints rauche, dass ich das irgendwie im Griff hätte. Also vielleicht kann ich Marihuana noch so als Kakao trinken oder aber. Ja, als Joint brauche ich einfach gar nicht mehr machen. Ich weiß, dass es nicht funktioniert. Und dann, wenn man diesen Dreh- und Angelpunkt hat, noch bevor man anfängt, irgendwie ans Aufhören zu denken, ist auch total wichtig, sich über die Türöffner klar zu werden. Alkohol zum Beispiel. Was macht es mit mir, wenn ich mich ein bisschen antrinke? Bin ich dann auch immer noch so konsequent? Ich habe vielleicht gerade mit dem Rauchen aufgehört und jetzt betrinke ich mich eine Woche später. Ist es sinnvoll? Und was mir noch bewusst geworden ist, was ich getan habe, war sehr früh schon mit Reflexionsprozessen anzufangen, mir andere Medizin zu suchen, mich mit Wissen zu bewaffnen. Also das ist vielleicht so Punkt, andere Medizin suchen, besseres Wissen, bessere Informationen und ja, sich vorbereiten, reflektieren, sich einen kleinen Methodenkoffer anlegen, sich mit Wissen bewaffnen, sich überlegen, was sind die Situationen in meinem Leben, die mich triggern werden, wo werde ich dann wieder Bock haben darauf, was sind die anderen Substanzen in meinem Leben, die Tür öffnen dann wieder für diesen einen großen Dreh- und Angelpunkt und sich auch eine Liste schreiben, wo man dann vielleicht einen Ersatzkonsum startet. So eine Suchtverlagerung. Sich bewusst machen, dass die auf jeden Fall irgendwie auch stattfinden wird und dann sich halt vielleicht etwas raussuchen, wo man denkt, das habe ich ein bisschen mehr im Griff und da kann ich dann als nächsten Punkt dran arbeiten. Und für mich ist jetzt zum Beispiel dieses YouTube-Daddeln und Zuckeressen wäre jetzt so der nächste Punkt. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist auch einfach Geduld mit sich zu haben und sanft zu sein. Nicht tiefer reingehen, ja, nicht tiefer reingehen in die Sucht. Aber wenn du spürst, du bist jetzt noch nicht an dem Punkt, dass du aufhören kannst, dann quäl dich auch nicht damit. Halt immer Ausschau nach diesem Punkt, wo du merkst, oh, jetzt will ich aussteigen. Halt immer danach Ausschau. Und ansonsten, wenn du es dann noch weiter konsumierst, weil du gerade noch nicht anders kannst, versuch so viel Bewusstsein wie möglich in diesen Konsum zu bringen. Bei mir war es, dass ich halt an dem Joint gezogen habe und mich dann gezwungen habe, nach dem Ziehen am Joint auch ein paar Atemzüge ohne Joint zu machen und den Unterschied wahrzunehmen. Wie fühlt sich das an, wenn ich diesen Dreck in mich reinziehe und wie fühlt es sich an, wenn ich zwischendurch dann einfach mal ganz normal Luft hole? Und dann auch diesem Gefühl des Erstickens oder dieser Übelkeit, die dann, wenn man dran zieht, hochkommt, dem mal so auch ganz bewusst Raum geben und sich vorstellen, dass man dieses Gefühl auch mal ein bisschen füttert, um es stärker zu machen, damit diese Übelkeit einem eben vielleicht dann auch den Kopf waschen kann, wenn man aufhören will. Ja, das waren so, glaube ich, die Essenzen, die ich rausgefunden habe. Und das ist auch erstmal alles, was ich so dazu sagen kann. Für jeden Menschen, der das jetzt irgendwie hört und sich angesprochen fühlt und das Gefühl hat, oh, da ist jetzt auch ein kleines Monster in mir wach geworden, kann ich halt als allererste und wichtigste Empfehlung einfach nur sagen, Transparenz. Es gibt nichts Wertvolleres,
in Bezug auf Sucht als Transparenz für Selbstgespräche mit dir selbst über dieses Verhalten, aber für auch viele Gespräche mit anderen und belaste aber auch nicht eine einzige Person damit, weil du es irgendwie doch noch so geheim wie möglich halten möchtest und dann muss eine Person das alles aushalten, sondern versuch wirklich dir ein Netzwerk an Menschen aufzubauen, mit denen du über dieses Thema reden kannst. Sorg dafür, dass Fake News, süchtige Fake News in dir keine Chance haben. Das ist das Allererste und Wichtigste. Und dann wird Schritt für Schritt der Rest auch kommen, dieser Methodenkoffer und diese Information. Hör dir Podcasts an. Ja, guck dir Videos darüber an. Informier dich erstmal, was macht die Substanz eigentlich mit dir. Also Transparenz, damit würde ich, glaube ich, gerne schließen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich ein Mensch bin, der echt wenig Schamempfinden hat. Ich rede einfach drüber. Meine gesamte Familie wusste immer, dass ich ein Grasproblem habe. Immer. Ich meine, klar habe ich hier und da bestimmt auch mal was unter der Decke gehalten und nicht ganz so detailliert eingetaucht. Aber im Prinzip war allen Menschen, die mir nahestanden, war das immer transparent, dass ich da ein Problem habe. Ich glaube, das ist einfach super wichtig. Das ist mein nächster Schritt, die Sucht ins Licht zu holen, dass ich es auch hier in meinem Tagebucheinträgen mit einflechte als Thema. Ich möchte, dass Nüchternheit, Klarheit und echter Frieden mein Fundament ist und das passt ja auch zu meiner Devise, alles Schritt für Schritt, alles ist ein Prozess. So ist Nüchternheit halt. Sucht ist ja genau umgekehrt. Ich drücke auf den Knopf und sofort kommt da was raus und ich habe einen neuen Zustand und Prozessarbeit, das, was mein Job ist, ist im Prinzip Nüchternheitsarbeit und auch beim Schreiben, dass ich Kreativität auch so empfinde, dass ich kein Cannabis von außen brauche, um kreativ zu sein oder Visionen zu haben und mich irgendwie verbunden zu fühlen und meine Zirbeldrüse zu aktivieren. Ich möchte das von mir aus können durch Meditation, durch Wahrheit leben, durch Träume verwirklichen und ja, durch Ehrlichkeit und mit aufrichtiger Haltung seinen eigenen Weg gehen und dazu stehen, wer man ist und was einen ausmacht. Und was mich nun mal ausmacht, ist auch dieser Teil meines Lebens und auch der ja zum Glück auch jetzt mehr und mehr Teil meiner Vergangenheit ist. Und das ist wahnsinnig erleichternd. Und ich kann jedem Menschen empfehlen, der große Projekte in seinem Leben umsetzen möchte, dass er da dieses Thema der Sucht und Nüchternheit auch einen großen Platz einräumt. Es ist absolut wertvoll investierte Zeit, wenn man Projekte umsetzt, auch so Projekte wie Berufs- und Selbstständigkeitsprojekte, wenn man da auch viel Zeit reinsteckt in dieses Thema der Nüchternheit und der Klarheit und der Ruhe und des Friedens. Das ist super wichtig. Jeder Mensch, der aufhören will, dann mit einem bestimmten Verhalten, darf eben auch wirklich ganz viel aktiv Zeit in ein Verhalten stecken, das ihm gut tut und sich das quasi als Arbeitszeit anrechnen. Wenn ich mir auch so reinziehe, welche Bedeutung Drogen aktuell für unsere Gesellschaft haben, jetzt auch nach diesen harten Corona-Jahren, es ist, glaube ich, eine der wertvollsten Arbeiten, die wir für uns, aber auch für die ganze Menschheit tun können. Wenn wir wieder freier und friedlicher und liebevoller und sanfter mit uns selbst werden und klarer werden, dann tun wir uns als Menschheit und auch dem ganzen Planeten, glaube ich, den größten Gefallen und können auch wieder viel mehr Achtsamkeit leben. Ich glaube auch, dass es sich lohnt, auf einen großen finanziellen Verdienst zu verzichten. Dann hat man halt ein bisschen weniger Zeit in dieses Geldverdienen gesteckt, aber mehr Zeit darin reingesteckt, wie man eigentlich generell leben will und dann auch, wie man sein Geld verdienen will. Ich möchte mein Geld auf nüchterne Art und Weise verdienen. Das heißt, Nüchternheitsarbeit ist für mich Berufsarbeit. Und für mich als Mensch, der mit Menschen arbeitet und mit der Natur arbeitet und mit Wahrnehmung und Bewusstsein, ist es ja super offensichtlich. Aber ich glaube, dass es letzten Endes für jeden Menschen eine Bereicherung ist in seinem Leben, wenn er, bevor er aufsteht und losrennt, sich halt genau überlegt, wie will ich meine Schritte setzen. Wenn ich erfolgreich arbeiten können möchte, dann muss ich auch erfolgreich leben können. Und für mich gehört zu einem erfolgreichen Leben, dass ich ehrlich bin und nüchtern bin, Stück für Stück meine Träume wahrmache.
Ja, dann danke, also wirklich danke für eure Aufmerksamkeit. Gerade für dieses Video bedeutet es mir viel, wenn da Aufmerksamkeit hinfließt. Das ist heilsam für mich und für meine Sucht, auch wenn ich Tabak und Gras und Joints nicht mehr in meiner Wohnung und in meinem Leben und in meiner Nähe haben will. Hat das nichts mit dem Gefühl der Sucht zu tun? Das ist in meinen Augen, ist es einfach wie mein inneres Kind, wo es darum geht, es zu umarmen und ihm eine neue Heimat zu geben. Für mich ist Sucht der Teil in mir, der geheilt werden will. Dieses Wort steht sinnbildlich für diesen Teil in mir, der akzeptiert werden möchte, wahrgenommen werden möchte, geheilt werden möchte, umarmt werden möchte. Und es passt für mich halt sehr gut zum inneren Kind. Und am besten heile ich den halt, wenn ich ihn substanzenfrei halte und stattdessen andere Sachen finde, die dieser Sucht oder diesem inneren Kind Leichtigkeit geben. Und bei mir ist es eben viel die Natur, viel mein Hund, viel diese kleinen Medizin da, mein Methodenkoffer und auch dieses bastlerische, spielerische hier mit den YouTube-Videos. Danke. In diesem Sinne verneigt sich meine Zwirbeldrüse vor euch und wünscht euch einen schönen Abend. Bis bald. Fällt mir schwer, verschiedene Ängste loszulassen und das Video hochzuladen. Ich frage mich, wovor ich mich eher fürchte, es hochzuladen oder es einzubehalten. Welche Konsequenzen kann ich wohl eher ertragen? Mein Instinkt sagt mir, lad es einfach hoch. Du hast nichts zu verlieren, das von Wert ist. Wer immer dich dafür verurteilt, was du zeigst oder deine Worte auf eine Goldwaage legt und sich abwendet oder es gegen dich verwendet, ist es nicht wert, dass du dein Handeln nach ihm ausrichtest. Vermutlich mein konditioniertes Ich sagt, aber du könntest es wenigstens besser machen. Sieh nur, wie viel du ausgelassen hast in diesem Video von dem ganzen Prozess, wie unvollständig dieses Video ist und gleichzeitig ist es viel zu lang. Und irgendwie ein fieser Teil in mir sagt dazu auch noch, es interessiert ja eh keinen. Und dann wird genau dieser Teil plötzlich zu meinem Freund und sagt mir, also nimm es nicht so wichtig. Mach dich locker, mach dich leicht und lad es einfach hoch. Ja, es ist unvollständig und es ist ein langes Video. Es ist vielleicht sogar ein beschämendes Video und ein entlarvendes Video. Und vermutlich werde ich mir dieses Video selbst auch noch öfter angucken und mich immer wieder bei Dingen entlarven. Doch es hat jetzt schon so viel Reflexion neu angestoßen in mir. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass ich meinen Medizin- und Methodenkoffer, den ich euch vorgestellt habe, noch viel mehr auch auf die anderen Substanzen wie das Fernsehglotzen, Streamen, auf das Zuckeressen ausrichten kann, statt mich so sehr auf diese eine Sache mit dem Rauchen zu versteifen. Und ich habe in einer Liste mal festgehalten, von wie vielen Besessenheiten in der Vergangenheit ich mich schon richtig gut befreit habe. Seien es Sachen wie selbstverletzendem Verhalten oder feiern gehen oder toxische Beziehungen führen. Besessenheit ist hier wohl das große Stichwort. So sesshaft, wie wir Menschen geworden sind, so süchtig sind wir auch oft. So besitzergreifend wir mit der Welt umgehen, so besitzergreifend ist auch die Abhängigkeit mit uns
wenn sie mit uns umgeht. Dieses Video hat mir jetzt schon so geholfen, weil ich es gar nicht für mich gedreht habe, weil ich es für mein Zukunfts-Ich gedreht habe und weil ich es für die Öffentlichkeit gedreht habe. Ich habe es gedreht, um mich verbunden zu fühlen und um die Grenzen aufzuweichen. Und ich habe es gedreht für jeden Mensch, der sich auch befreien will, davon der Besitz seiner eigenen Besessenheit zu sein. Ich habe dieses Video gedreht für weniger Sesshaftigkeit in meiner Seele und für weniger Sesshaftigkeit in der Weltenseele und in den Seelen aller Menschen. Danke, dass ich das tun durfte.